mit dem heutigen Tag auch die letzte Saison abgehakt. Das heißt, wir, wie es so schön heißt, wir schauen jetzt nach vorne. Wir haben ein großes Ziel und das wollen wir jetzt angehen. Was die Kader anbelangt, muss man sagen, dass man in Absprache mit meinem neuen Trainer, dass wir zwar noch nicht, sage ich mal, komplett sein müssen, aber dass wir mit dem Kader, glaube ich, absolut konkurrenzfähig sind. Wenn wir die Vorbereitung im Endeffekt jetzt anschauen wollen, dass Markus sich da das Bild macht und dass wir immer noch handlungsfähig sind. Das heißt, wenn wir noch jemanden brauchen, dass wir dann auch noch mehr holen könnten, was auch nicht unbedingt sein muss. Die Jungs müssen sich an uns gewöhnen, wir uns an die Jungs gewöhnen, kennenlernen, Nähe gewinnen. Das gehört als allererstes dazu, deswegen fahren wir auch ins Kurztrainingslager nach Bad Göring, das ist ein Kennenlerntrainingslager und natürlich klar, für uns auch ganz wichtig, dass wir sie recht früh schon damit konfrontieren, was wir spielen lassen wollen, damit sie so viele Erfahrungswerte in dem Bereich, den wir spielen lassen, machen können, damit sie auch gut vorbereitet dann in die Saison starten.